Spätestens beim zweiten Titel wird so mancher den Kopf schütteln. Skifahren in Afrika und das als Österreicher, wo man doch daheim die Ski normalerweise vor der Haustür anschnallt. Aber bereits am Cemaa 11a, dem lautesten und lebendigsten Platz von Marrakesch, vergisst man die heimatlichen Berge. Man wird eingefangen von der orientalischen, von der verwirrenden Atmosphäre. Oder haben Sie einen Schlangenbeschwörer, einen Gaukler oder sonstige skurrile Personen daheim? Am Vormittag ist Markt und man versorgt sich hier mit sämtlichen Lebensmitteln. Hier kauft jeder ein, ob arm oder reich, weil Lebensmittelgeschäfte so nach unserem Sinn gibt es nicht. Also so geschwind um die Ecke zum Kreisler geht nicht. Auch der Supermarkt fehlt, obwohl es dem Supermarkt sehr nahe kommt. Die Auswahl ist dem Lande entsprechend groß. Dafür ist alles persönlicher. Man redet viel miteinander. Und zum Schluss klingelt keine Registrierkasse. Übrigens, auch wir haben uns mit allem Möglichen eingedeckt. Von Pistazien bis zum Berberteppich. Das eine für die nächsten Tage im Gebirge und das andere fürs Vorzimmer zu Hause. Marrakesch kann einem begeistern oder enttäuschen. Je nachdem, was man erwartet. Als pulsierende 1001-Nacht-Stadt ist sie einzigartig. Als Stadt mit prunkvollen Baukunstdenkmälern wird sie enttäuschen. Der einst riesige Badia-Palast ist nur mehr in Resten erhalten und man tut sich schwer, sich Schönheit und Glanz vorzustellen. Eingefangen hat uns die Blütenpracht. Vorgestern noch grimmiger Winter zu Hause, heute sommerliche Temperaturen. Ein strahlend blauer Himmel und zum Greifen nahe die schneebedeckten Gipfeln des Hohen Atlas. Langsam juckt es uns in den Beinen. Mit zwei vollbepackten Kleinbussen fahren wir in Richtung Süden und in Asni, 50 Kilometer nach Marrakesch, stürzen wir uns noch einmal ins morgendliche Marktgeschehen. Ein Vergnügen, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen soll. Richards Teppichsucht hielt sich diesmal in Grenzen. Trotz Bestpreisgarantie des Händlers verzichtete er. Aber nur, weil im Rucksack absolut kein Platz mehr war. Von Asni führt ein ca. 20 Kilometer langes Seitental zu den Nordseiten der 4000er. Für mich wirkt die Landschaft fremd. Als ich letzten Sommer durch Marokko fuhr, sah ich nur eine kahle, verbrannte, aber großartige Landschaft. Jetzt blüht und grünt alles. Welch ein Gegensatz. In ca. 1650 Meter Höhe liegt das kleine Bergdorf Imlil. Bedeutend als Gepäckverladeort vom Auto aufs Maultier. Das erste Haus am Platz.
sonnigen Gastgarten harren wir der Dinge, die da kommen. Die bevorstehenden Verhandlungen über Anzahl der Mulis, der Treiber sowie der dafür zu zahlenden Preise erfordern viel Geschick und Geduld. Franz meistert es ausgezeichnet. Ein Gruß, wenn wir zurückkommen für 22 Personen. Und bei dir, in der Hütte. Bei dir. Und Nach teilweisem lautstarken Gezetter, warum es dabei ging, war nicht mitzukriegen, werden die Maultiere beladen und wir hoffen, dass der Abmarsch Richtung Neltnerhütte bald beginnt. Beschleunigen kann man da nichts. Alles braucht hier seine Zeit. Und Zeit haben die Berber genug. Aha, sie sind sich untereinander einig geworden. Wir können also losziehen. Das Zuckerl kann man ja gleich essen. Bei der Rückkehr der Fremden gibt es sicher Nachschub. Gleich hinterm Dorf führt der Weg Steilberg an, vorbei am Ort Arum. Bald breitet sich ein weites, fruchtbares Talbecken vor uns aus. Eigenartig. Zu Hause kosten mich die langen Dalmärsche, die langen Hüttenanstiege immer mehr Überwindung. Hier macht mir dies alles nichts aus. Im Gegenteil, ich genieße den Aufstieg. Kein schwerer Rucksack am Rücken. Warum gibt es bei uns in den Alpen diesen großartigen Mulitransport nicht? Vielleicht hält sich einmal ein Bergbauer anstatt Schafe ein paar Mulis. Geld verdient man mit beiden. Bei den Hütten von Sidi Chamrouche in 2310 Meter machen wir das erste Mal Rast. Der Weg wird nun steiler und biegt nach Osten ab. Und nach einiger Zeit erreichen wir die Schneegrenze, den Endpunkt des Mulitransportes.
Es erwartet uns eine Stunde Schwerarbeit bis zur Hütte. Das letzte Stück hatte es in sich. Wir sind froh, dass wir genügend Platz in der Hütte finden. Zum Zelt aufstellen hat an diesem Abend sowieso keiner mehr Lust. Hier ein kurzer Überblick. Die Neltner Hütte, benannt nach dem französischen Erschließer des Atlas, liegt in 3200 Meter Höhe, im Zentrum einer gewaltigen Kulisse. Fast kreisförmig reiht sich ein 4000er neben dem anderen. Der höchste davon ist der Djebel Dubkal. Wir beschließen, als Eingetour auf den etwas leichteren Ras Noannagrim zu gehen. Ich bin begeistert. Aufgrund der südwestlichen Lage des Atlas beginnt es erst um 7 Uhr hell zu werden. Noch dazu die extremen Temperaturunterschiede. Minus 10 Grad in der Nacht, untertags plus 20 Grad und mehr. Wir mussten nicht vor 8 Uhr abmarschieren. Für mich als Morgenmuffel ein idealer Zustand. Eigentlich ist es an der Zeit, dass ich uns vorstelle. Wir, das sind 22 begeisterte Skibergsteiger aus Oberösterreich. Eine Gruppe von teils sehr erfolgreichen Alpinisten, die trotz imposanter Leistungen die weniger Erfahrenen voll anerkennen. Etwas, was nicht allzu oft vorkommt. Eine ideale Mannschaft und wie man sieht, alles total ernste Menschen. In der Scharte lassen wir unsere Ski zurück und steigen die letzten 300 Meter zu Fuß weiter. Der erste 4000er brachte uns ziemlich ins Schnaufen. Die Luft in dieser Höhe ist eben gewöhnungsbedürftig. Spitze. Spitze war das! Gekauft, auf den Gipfeln des Atlas geblasen. Josche Stöhne. Skifahren am Rande der Sahara. Einen ähnlich größeren Widerspruch
könnten wir nur realisieren, wenn wir am Nordpol in einem beheizten Schwimmbad baden würden. Wir wissen um das Besondere und genießen es. Kaum zurück bricht bei Franz die Putzsucht aus. Ein schmutziger Ski ist aber auch wirklich unzumutbar. Ansonsten bereiten wir uns auf den nächsten Tag vor. Der Franz putzt noch immer. Anscheinend aus lauter Ehrfurcht vor der nächsten Tour. Die Tour auf den höchsten, auf den Dschebel-Dubkal, mit 4165 Meter, der höchste von Nordafrika. Schon der überaus steile Hüttenhang verspricht für die kommende Abfahrt höchste Ferngenüsse. Vorsichtig setzen wir unsere Haarscheisen in den morgendlich eisenharten Firn. Ab dem Ikebi-Sattel gehe ich allein weiter zum Hauptgipfel. Die anderen wollen zuerst auf den etwas niedrigeren Westgipfel. Nach 3,5 Stunden erreiche ich den Gipfel. Es ist vollkommen windstill. Ich bin da oben herumgestanden, habe mich hingesetzt und habe eine Stunde lang die Ruhe und die unermessliche und gegensätzliche Aussicht genossen. Als ich den Text zu diesem Film verfasste, musste ich mich zurückhalten, um nicht an dieser Stelle in überschwängliche Phrasen abzugleiten. Ich möchte nur eins sagen, ich war ehrlich glücklich. Ich war auch glücklich, als ich meine Kameraden kommen sah. In Gemeinschaft Freude erleben. Absoluter Höhepunkt jedes Gipfelbesuches ist das Fanfaren-Solo von Yoshi. Manchmal weiß man jedoch nicht, kommen die Töne von vorne oder von hinten. Zugegeben, der Schnee ist gleich, ob hier in Marokko oder bei uns in den Alpen. Aber warum nicht einmal etwas Außergewöhnliches, etwas Exklusives genießen, mit einem Hauch von Abenteuer? Den König des Hohen Atlas bezwungen, hinein in den steilen, rassigen Firn.
Der morgige Programmpunkt bäumt sich vor uns auf. Das überaus steile Ikelum Koloa. Zu Ostern ist Hochbetrieb auf der Neltenhütte. Während wir am Dubkal waren, ist eine Gruppe von Spaniern und Schweizern gekommen. Die Hütte ist zum Bersten voll. Wir verlagern die Küche einfach ins Freie und beschließen, am Abend unsere Zelte aufzustellen. Es gibt meiner Meinung nach sowieso nichts Unbequemeres als eine überfüllte Hütte. Ja, und Schütt brauchen wir. Richard, wo denn? Da? Die Tour auf die Appella ist das Skizuckerl, das i-Tüpferl unter allen Skimöglichkeiten im Hohen Atlas. Diesmal zeitig, bereits vor 8 Uhr, schnallen wir unsere Steigeisen an und bald setzen wir Schritt für Schritt in den beinharten Pirn. Die Schneerinne ist steil. Am Ende erreicht sie ca. 50 Grad. Und die rasch kräftig werdende Morgensonne bringt uns ziemlich ins Schwitzen. Die Kräfte schwinden langsam. Doch Sepp baut in bewährter Weise die Moral wieder auf. Einer der ergreifendsten Schüttelheime überhaupt ist der, dass hinter einem Schnurhaufen in der Höhe keine Burschen aussieht. Der Gipfel lässt sich bitten. Nach steilen Schneerinnen und leichter Gratkletterei stehen wir wieder auf einem 4000er. Genau auf 4040 Meter. Die Rinder ist als halt gut gierig, hä? Gut. Die Brüder, links da oben, hä? Scheiß mir. Gehen wir gleich schon wieder an. Zögernd setzt Helmut in der engen, fast 50 Grad steilen Rinne seine Schwünge. Karl schaut mit gemischtem Gefühl. So richtig wohl ist keinem. Der zweite Helmut ist der nächste. Auch er meistert die Steilheit sicher. Also was folgt? Hinein ins Skizuckerl. Ins i-Tüpferl des Atlas.
unter uns die Zeltstadt bei der Neltenhütte. Winzig liegt sie unter dem mächtigen Schneeband des Dubkal. Die Tour auf den Akjut. Eine leichte, aber großzügige Skitour. Es soll der krönende Abschluss werden. Wieso ist es eigentlich möglich, hier am Rande der Sahara, einem der heißesten Gebiete der Erde, Ski zu fahren? In den Wintermonaten bringen heftige Atlantikwinde Kälte und ergiebige Niederschläge. Sie erlauben normalerweise das Skifahren von Mitte November bis weit in den Mai hinein. Begeistert waren wir in den letzten Tagen von den Schneeverhältnissen. Trotz der immens hohen Tagestemperaturen firnte der Schnee nicht mehr als 5 cm auf. Ein Superfirn, den wir bei uns daheim nur selten haben. In einer Mulde unterhalb des Gipfels ziehen wir kurze Bilanz. Geh, das war nicht kürzer erst, habe ich die erste Tür. Schau, die heutige. Ja, aber das ist steiler. Ja, das ist der erste war, glaube ich, der längste. Nein. Nicht? Der Dubkal war der längste, glaube ich. Der Dubkal ist noch nicht so lange. Nicht da? Ich weiß nicht, bin ich so erfahren. Aber mir ist der Dubkal am längsten vorgekommen. Euch nicht? Wir bleiben lange am Gipfel. Wir genießen die letzten Minuten. Doch dann stürzen wir uns ins Unvermeidliche. In die Unendlichkeit dieser weißen Arena. Wir wissen, dass es die letzte Abfahrt ist. Und wir kosten sie voll aus.
damit das Jahr nicht langweilig wird, so zwischendurch führt die Abfahrt durch eine U-förmige, klammähnliche Schlucht. Wird zum Finale. Wir kehren zurück in unsere exklusive Zeltstadt, in der wir uns in den letzten Tagen so richtig wohlfühlten. Morgen kehren wir ins Tal zurück und Körperpflege wird groß geschrieben. Schau dir mal. Das geht so. Wenn einmal Hoden los war, das war doch eine Gabe. Wenn der Hoden los war. Die Zweifler möchte ich fragen, welch Nobel-Skiort in den Alpen hat Ähnliches zu bieten? Wo wären die eigentlichen Skiideale noch elementarer zu erleben als hier heroben? Versucht es und kommt herauf zum Djebel Dubkal. Und auch ihr werdet Allah lobpreisen. Allah Muhammad Rasulullah.